Ja, hallo. Herzlich willkommen heute hier bei Saucool Basteln bei diesem Vlog. Ja, was machen wir heute? Ich habe mir gedacht, wir machen endlich mal das Teil hier fertig. Ich habe hier den Rand nochmal abgesägt. Den hatte ich fälschlicherweise schon mal mit dem Abrundfräser abgerundet, aber das war ein bisschen voreilig, denn es kommen ja noch Deckel drauf. Einer von hinten, einer von vorn. Insofern war das ja, ein wenig verfrüht. Ich habe nun auch schon alles da, was ich dafür brauche. Ich habe hier ein paar Füße und vor allem habe ich hier, ja natürlich bleibe ich meinen Kanalfarben treu und habe hier den Boxenstoff, der dann in den Deckel eingearbeitet wird und dementsprechend von vorn und natürlich von hinten davor kommt. Ja, und dann sollten wir die Box, die ich hier hinten habe, einigermaßen vor Staub geschützt haben. Einen hundertprozentigen Schutz vor Staub gibt es sowieso nicht in einer Werkstatt, aber zumindest das Gros von Staub fällt dann hier nicht mehr rein. Ich bin noch am überlegen, ob ich von oben auch noch einen Schutz drauf mache. So eine Art Stopfen, Deckel, wie auch immer. Den ich dann, wenn ich es bedienen muss, einfach nur runternehmen muss. Wahrscheinlich werde ich das tun, bin mir nur noch nicht ganz sicher. Ja, ich würde sagen, ich fange jetzt erstmal an, denn ich habe Folgendes vor. Ich werde mittels dieser Teilchen hier, könnt ihr das erkennen? Ja, mittels dieser Teilchen, da werde ich hier Löcherchen bohren, um dann entweder Magnete oder, Holzdübel reinzustecken, wo ich dann den Deckel oben drauf stecken kann. Dass der dann auch hält. Ich würde sagen, ich lege erstmal los mit den Löchern. Dann, ich werde erstmal Löcher bohren. Jetzt haben wir zwar eine Schweinerei hier drin, das muss natürlich alles wieder sauber gemacht werden, aber das mache ich morgen. Ich drehe das jetzt wieder rein, mache zu und dann war es das für heute. Also mit den Maschinen. Zack. Klappe zu, Affe tot. So, hier haben wir über 2 cm Überstand, wenn wir es auf die Kiste drauflegen. Also über 2 cm. Jetzt habe ich Folgendes vor. Ich werde jetzt einen Teil dieser 2 cm absägen, aber nicht alles. Denn am Ende werden wir diesen Deckel auflegen und zu allen Seiten ein wenig Überstand haben. Dann werden wir diese Teilchen hier benutzen, wofür ich ja die Löcher hier schon gebohrt habe, um das dann auf den Deckel zu übertragen.
Dann werden wir den Deckel befestigen mittels, ja, ich bin mir jetzt relativ sicher, ich werde es nicht mit Magneten machen, ich werde es mit Holzdübeln machen. Werden wir es befestigen und dann ringsrum mit dem Bündigfräser rumgehen. Dann haben wir einen perfekten, ja, formschlüssigen Übergang, würde ich sagen. Es ist wirklich langsam schon arschkalt draußen. Und dunkel. So, ich denke, im nächsten Vlog werden wir irgendwas machen mit dem Licht, denn wenn ich jetzt über den Winter hier draußen arbeiten muss, habe ich, ich sag mal, ab 16, 16.30 Uhr kein Licht mehr. Das bedeutet, jeder Samstag ab 16 Uhr ist eigentlich gelaufen, dann kann ich nicht mehr viel machen. Also, im nächsten Vlog müssen wir uns irgendwie ums Licht kümmern. Ich denke, das machen wir auch. So, Ladies, das gehört nochmal hier weg. Jetzt werden wir schön den Deckel anpacken. Oh, perfekt. Nochmal genau so, wie ich das haben will. So, jetzt müssen wir mal gucken. Es könnte ein bisschen tricky werden, weil ich habe in der gleichen Größe nur zwei Stück. Habe ich beim Bestellen nicht ordentlich überlegt. Das heißt, ich muss erst die eine Seite und dann die andere Seite fertig machen. Das macht die Sache ein bisschen, naja, ein bisschen langwieriger, aber es geht auch. So. Ich hoffe, das gibt jetzt einen ordentlichen Abdruck. Schauen wir mal nach. Ja, sehr schön. Kann man das sehen? Da und da. So. So, ihr Lieben, jetzt haben wir den Deckel. Jetzt haben wir beide Deckel drauf, oben, unten. Ich habe mir die Holzdübel, die waren 4 cm lang, natürlich zu lang, die habe ich mir entsprechend auf die Länge abgeschnitten und habe sie dann reingesteckt und da wird dann eben so, schaut mal, und da kommt dann der Deckel oben drauf. Hier unten die zwei Dübel, also an der Unterseite, die muss ich nochmal neu machen, die sind ein wenig zu kurz geraten, da hält es nicht richtig. Die Füße noch dran. Das ganze Teil ist zwar noch nicht ganz fertig, aber der Korpus, der ist fertig. Deshalb kommen da jetzt schon mal die Füße dran. Wir müssen ja nachher nur noch hier die Blenden, also Deckel, wie auch immer ihr das nennen wollt, da müssen wir nachher noch ein Loch vorne rein machen, also in die Front hier vorne rein, da wo nachher der Stoff drüber kommt. Wahrscheinlich wird da auch wieder die Fräse in Einsatz kommen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber wahrscheinlich ja.
Jetzt machen wir erstmal die Füßchen dran. So. Ich habe ganz leicht vorgebohrt hier. Wo sind denn die anderen Füßchen jetzt? Ich habe doch eben... Ich habe ganz leicht vorgebohrt. Durch die Schicht erstmal durch, dass die Schrauben schneller fassen. So. So, letzter. So. Das war's für heute. Wir sind so weit gekommen mit dem Kasten. Leider nicht ganz fertig geworden. Aber ich mache jetzt Feierabend. Natürlich seid ihr dabei, wenn wir es komplett fertig machen. Beim nächsten Mal auf jeden Fall kümmern wir uns um das Licht draußen, dass wir irgendwo ein bisschen mehr Licht bekommen. Denn wie gesagt, wenn es draußen etwas spät, wenn es draußen später wird, dann wird es hier drinnen noch lange nicht später, ja? Wenn es draußen dunkel wird, dann kann ich draußen nichts mehr machen. Wie gesagt, nächstes Mal kümmern wir uns ums Licht. Und irgendwann demnächst kümmern wir uns um den Rest von dieser Box hier. Bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen. Haut rein, macht's gut. Tschüss.